Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ankh! Yay! Oh, ich hoffe bei dem Spiel ab jetzt immer, dass es alles wird, weil irgendwie hat beim Bearbeiten die zweite Folge etwas rumgezickt. Und jetzt beim Starten des Spiels gab es auch ganz kurz ein kleines Problem, dass die Ankh-Echse nicht mehr funktioniert hat. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass alles einfach weiterhin gut funktioniert. Ach so, und noch eine kleine Info am Rande. Ich nehme jetzt nur noch mit Bandicam auf, genauso wie bei Left 4 Dead, also nicht mehr mit Bandicam und Audacity. Weil ich da dasselbe Problem habe wie bei Left 4 Dead. Dass die Spuren dann nicht zusammenpassen und ich ewig dran basteln muss, bis wieder zusammenpassen. So, aber beim nochmal gucken, habe ich nämlich hier gesehen, ich hätte ja nochmal den Sklaven was fragen können. Deswegen wollte ich nochmal schnell zurückgehen. Mir das nochmal angucken. Angepasst haben, weil es über 20 Minuten waren. Ich bin mir nicht sicher. Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Ja, natürlich. Ich bin in der zweiten Halbzeit eingeschlafen. In der Arena? Naja, weißt du, die Sklaven sitzen doch immer hinter dem Stadion. Willst du mich kaufen? Ich bin ein erstklassiger Sklave. Mein Sohn wird der große Ben-Hur sein. So, und da hier war nämlich, hatte ich das... Moment, Ben-Hur? Woher weißt du das? Weißt du, das ist eine lange Geschichte. So, und da sind wir nämlich das andere Mal, auch vielleicht ein andermal gegangen. Und jetzt, ich wollte mir nämlich nochmal die Geschichte anhören. Gut. Dann mal los. Eigentlich bin ich gar nicht aus Ägypten. Ich bin hier nur durch einen Unfall gelandet. Ein paar Außerirdische haben mich hierher gebracht. Nach einem kleinen Abstecher nach Rom. Außerirdische? Eigentlich wohnte ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kingston-upon-Hull. Dort habe ich auch Schwimmen und Tauchen gelernt. Naja, 1976 haben mich einige Außerirdische aus dem Andromeda-Nebel entführt. Zusammen sind wir durch die ganze Galaxis gereist. Wir hatten eine großartige Zeit. Django, die Jungs und ich hatten viel Spaß in diesem Sternenkreuzer, bis sie mich auf die gute alte Erde gebeamt haben. Oh, so viele Fragen. Gebeamt? Nur leider in die falsche Zeit. Django hatte schon einiges gebechert. Weißt ja, wie das ist. Lebewohl sagen, komplexe Technologie und der Kater von gestern. Naja, da ist schnell ein Fehler passiert. Oh ja, klar, das kenne ich. Jeder macht mal Fehler. Oh, das ist alles sehr interessant. Und das ist alles nicht sehr interessant. Oh, ja klar, das kenne ich. Wie auch immer, so kam ich nach Rom. Will mich nicht beschweren. War eine interessante Zeit in der Gladiatorenschule. Naja, weißt du, bist halt ein Star und die Fans erkennen dich in der ganzen Stadt. Immer zu Presse, Autogramme und wilde Groupies auf billigen Bahnhofstoiletten. Der Imperator von Rom in diesen Tagen, Cäsar, war ein guter Kumpel von mir. Viele Orgien, Wein und Trauben gab's in jenen Tagen, weißt du? Ben-Hur muss in dieser Zeit gezeugt worden sein. Was? Ben-Hur? Kann ihn keinen Traumsohn nennen. Nein, wirklich nicht. Immer Stress, viele Drogen. Und immer wollte er Kohle von mir haben, weißt du? Tja, Mann, und dann kam dieses fürchterliche Unglück mit Cäsar und seinem Berserkerbruder. Himmel, waren die da alle aus dem Häuschen. Ich bin aus der Gladiatorenschule ausgebrochen und habe mir eine Zeitmaschine aus einer Cäsars Crunchies-Packung gebastelt. Irgendwas muss an diesem Kompensator kaputt gewesen sein. Naja, da bin ich genau hier gelandet. Geradewegs in das Haus von Combat El Wombat. Was? Oh mein Gott. Combat El Wombat? Nein, wirklich? Der hat mich dann recht schnell als Haus- und Gartensklave an Kwon Dachmun verkauft. Und der wiederum hat mich als Sänften- und Garagensklave an den alten Eld en Muhat verkauft. Und der will mich seitdem verkaufen und wird mich nicht los. Warum wohl? Mann, das ist aber ein interessantes Leben. Wie auch immer, das ist alles nur halb so interessant wie das Leben von El Mochobs Bruder. El Mochobs Bruder? Also der ist taub, weißt du? Aber er schlägt sich super durch sein Leben als Sklave. Er hat schon eine geschiedene Frau und seine kleine Tochter. Junge, da werde sogar ich weich. Er kümmert sich um sie ganz allein. Mann, nun, sie kann noch nicht sprechen. Aber sie übt schon ganz fleißig. Es gibt Gerüchte, dass er eine neue Freundin hat und dass diese sehr reich sei. Mit großem Haus und Sänfte. Und alles, obwohl El Mochobs Bruder doch taub ist. Also dann, willst du mich jetzt kaufen oder nicht? Ich kann lesen und schreiben und schwimmen. Also, ich glaube nicht, dass ich einen Sklaven brauche. Oh, das sagen sie alle. Aber wenn du es einmal ausprobiert hast, willst du nie mehr ohne. Und wie kannst du dann das Spiel sehen? Der ist auch cool. Al-Rachib sitzt gewöhnlich auf den Schultern seines Bruders, El-Mochob, und berichtet uns vom Spiel. Aber Al-Rachib habe ich doch letzte Woche verkauft. Also, man hätte jetzt noch ein paar Mal
nochmal neu fragen können und dann die anderen Sachen fragen können, hier, was sind deine Freunde und wie außer oder schon, alles sowas. Aber gut, das könnt ihr ja selber machen, wenn ihr das Spiel spielt. Ich möchte jetzt nicht nochmal alles durchgehen, weil das würde dann doch etwas zu lang werden, glaube ich. Ja. Aber ich denke, wir werden den Sklaven nochmal wiedersehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt gehen wir hier erstmal auf den Vorplatz. Sind wir jetzt hier am Pharaonenpalast? Ja. Betrete Seitenstraße. Ja. Mhm. Das sah so aus, als wäre weit und breit nichts weiter, aber ist okay. Betrachte große. Mit dem sollte ich mich besser nicht anlegen. Nee? Der macht mich sicher mit links fertig. Ach Quatsch. Halt, der Herr! Keinen Schritt weiter! Sonst betreten Sie unbefugt Privatgelände. Und mein Partner und ich, also wir müssen Sie dann für diese Ordnungswidrigkeit leider zerstückeln. Hört sich hart an, aber wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen leider kein Pardon. Was zum Teufel? Schade, dann gehe ich wieder. Ich muss zum Pharao. Er muss meinen Fluch aufheben. So, ihr fürchtet euch also vor gar nichts? Ach doch, die sollen doch weggerannt sein. Mal weggerannt sein, ne? Hat doch der eine hier am Markt gesagt gehabt. Ich muss zum Pharao. Er muss meinen Fluch aufheben. Na klar, immer ist es schrecklich wichtig. Wissen Sie, das sagen Sie alle. Wenn Sie keine besseren Argumente haben, ist hier leider Endstation. Wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen kein Pardon. Und wenn ich furchtlos sage, dann meine ich furchtlos. Furchtlos wie ein... Fels. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wovor sie sich fürchten. So. Ihr fürchtet euch also vor gar nichts? Fürchten? Wir? Dass ich nicht lache. Es gibt nichts. Absolut gar nichts, was wir fürchten würden. Mein Riesenspinnmonster auf dem Geiern. Nicht mal Monsteraffen? Nö, die fürchten wir nicht. Geisterwölfe, Geisterelefanten, Geisterkakerlaken. Wölfe. Nicht mal Geisterwölfe? Nicht mal unsere kleinen Schwestern fürchten sich vor diesen Kreaturen. Ja, geil. Giftfrische, Giftfallen, Quallen, Giftschlangen. Nicht mal Giftschlangen? Also, ich hatte mal einen Cousin, der kannte jemand, der vielleicht Angst gehabt hätte. Aber selbst das halte ich für ein Gerücht. Das ist ja wie bei den Wikingern, bei Asterix und Obelix. Schleimmeerschweinchen? Schleimadler, Schleimlöwen? Was? Nicht mal Schleimmeerschweine? Kinderkram. Wie gesagt, sind wir völlig furchtlose Ordnungshüter. Noch irgendwelche Fragen? Ordnungshüter. Nach Krokodilen brauche ich ja dann gar nicht erst zu fragen. Ah, Krokodile! Oh nein, ich muss an dieses fürchterliche Gemetzel denken. Unten am Hafen, als die Flusspiraten angriffen. Und da war dieses Krokodil. Es biss all diese Arme ab. Seitdem tun wir hier oben unseren Dienst. Weit weg von den Kroko. Also ich will nichts mehr hören von diesen teuflischen Gestalten, klar? Ich möchte nicht mal dran denken, so einem nochmal. Naja. Wie auch immer. Ich glaube, Sie sollten jetzt besser gehen. Die furchtlosen Wachen müssen ein wenig meditieren. Und erwähnen Sie bloß nicht nochmal dieses schleimige, grüne Ding. Aha. Sehr interessant. Sie schon wieder? Ich dachte, jetzt rede ich mit dem anderen. Krokodile. 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 Gilt. Jetzt hören Sie aber mal auf, oder wir müssen mit einer ernsten Verwarnung reagieren. Oh mein Gott, okay, also ich glaube, ich komme da noch nicht rein. Ja, nee, ich glaube, ich komme da noch nicht rein. Aber cool. Ach, wie schön. Ja, hier, ne, das sieht, naja, sieht viel weitläufiger aus, als man dort rangezoomt wurde. Bin ich aber gespannt. Was könnten wir jetzt noch machen? Wir müssen irgendwie ja die Schere... Was, wo willst du hin?
Hallo, hier lang. Nein, nein, hier hinten. Wir müssen irgendwie die Schere... Hallo? Ja, dahin. Die Schere schleifen. Ich glaube, einen Schleifstein haben die hier nicht, oder? Obwohl. Weiß man's. Aber unten am Fluss. Geht's hier nicht auch irgendwo hin? Ja, das war ja diesmal auch unser Problem. Diesmal haben wir nur zuhören können. Das heißt, Fadis Akbar wollte diesmal auf El-Mohobs Schultern sitzen. Warte mal. Der Pharao hat doch Fadis Akbar die Zunge herausschneiden lassen, oder? Wegen des Bananendiebstahls. Ach, der Typ schon wieder. Ja, und das war das Problem. Bakir hat das Spiel bis zum Elfmeter kommentiert. Ach, war der Typ nicht hier unten? Warum waren die auf einmal dort oben gerade? Das verstehe ich nicht. Wo ging's dann da links weiterhin? Muss ich da nochmal ausprobieren. Oh. Diese Katze sieht sehr gierig aus. Ich hab doch... Nee, ich hab kein... Ach, den Fisch vielleicht. Vielleicht kriege ich den Fisch von Ihnen. Olgas Fischburger. Olgas Fischburger. Diese Katze sieht sehr gierig aus. Diese Katze sieht sehr gierig aus. Ja, alle. Die Frau habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hart wie Stein. Miss? Kann ich dir helfen? Ah, ich brauche unbedingt einen dieser Fischburger. Ich hätte ein paar Pommes. Oh ja, ich auch gerne. 6 Chicken Wings mit süß-saurer Soße. Im alten Ägypten, alles klar. Asyl, Gesundheitsamt. Alles sauber hier? Asyl, Gesundheitsamt. Alles sauber hier? Oh, wirklich? Ich habe nichts zu verstecken, Herr Asyl. Alles frisch und lecker. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen der Katzen. Ich habe da so meine Mittel. Augenblick mal. Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Ich kann die Papiere doch später nachreichen, oder? Verzieh dich, bevor ich wirklich sauer werde. Ich habe doch gesagt, kein Geld, kein Essen. Also verzieh dich. Aha, okay. Dann wäre die andere Frage auch geklärt gewesen. Schade. Aber irgendwas hat das mit den Katzen noch zu tun. Und hier ist ja ein stinkender Fisch. Irgendwie müssen wir noch an den ran. Ich weiß nur nicht, wie. Mit dem... Wollte er ja nicht. Ein Kleiderhaken aus biegsam... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, halt! Halt, halt, halt! Zurück, Asyl! Vielleicht das und das? Das scheint nicht zu funktionieren. Warum nicht? Das scheint nicht zu funktionieren. Ach komm. Das scheint nicht zu funktionieren. Warum nicht? Gib dir doch wenigstens ein bisschen Mühe. Ah, das habe ich nämlich das letzte Mal übersehen. Ich habe es nur im Video gesehen, als ich es nochmal geguckt habe. Auf dem Stein sind Schleifspuren zu erkennen. Ah, ja! Die Schere ist jetzt geschliffen. Yay! Und sie ist auch nicht mehr krumm. Ja, das habe ich nur... Also betrachte Stein nicht, aber betrachte... Halt, betrachte Wasser. Wasser ist mir nicht geheuer. Nicht nur, weil ich nicht schwimmen kann. Wasser ist mir nicht geheuer. Ja, ja. Nicht nur, weil ich nicht schwimmen kann. Aber das sieht doch so schön aus, das Wasser. Oh, das sieht so schön aus. Ich möchte dort reinspringen. Ich möchte dort leben. Wenn man will, dass den noch jemand isst, müsste man ihn gut verpacken. Hier, in diese Socke. Echt jetzt? Oh, wie geil. Hab ich dich. In den Netzstrumpf. Kombiniere stinkender Fisch. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Mit einer vergammelten Apfelsine oder Melone. Das scheint nicht zu funktionieren. Muss ich den Typen geben oder den Katzen? Ich probiere mal bei den Katzen, gell? Vielleicht, aber muss ich das auch den Kerlen geben? Gut verpacken und dann den Kerlen geben, damit die sich verziehen. Wenn man will, dass den noch jemand isst, müsste man ihn gut verpacken. Kitty, 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 kitty. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Die wollen nur frischen Fisch, oder wie? Auch noch wählerisch? Nö. Ah, gut. Dann gehen wir hier hoch. Wir haben jetzt die Schere geschliffen, haben wir eine gute Tat vollbracht. Das ist die gute Tat für diese Woche. Für unser Karma-Konto. Huch. Hallo.
Was soll das denn sein? Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Jetzt brauche ich nur noch Brot und dann kann ich das ganze vermatschte Zeug hier zusammenwühlen und zusammenschmeißen und dann Gammelburger geben. Git, git. Wir sind jetzt ganz schön gelaufen, ne? Es wird am ganz weit hier im Hintergrund gleich wieder... Kann ich jetzt hier rein? Der Palast. Jetzt ist auf einmal wieder so weit weg. Höhle des Löwen wäre gerade eine Untertreibung für diesen Raum. Höhle des Löwen wäre gerade eine Untertreibung für diesen Raum. Aber warum? Was ist da drin? Ach so, das ist sein Haus, wo der Vater wohnt. Ha! Also wo er und der Vater wohnt. Deswegen. Ja. Darauf muss man erstmal kommen. Ah. So, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Gammelbrot und dann haben wir Gammelbrot, Gammelmelone, Gammelapfelsine. Das andere Ding haben wir leider schon weggeworfen und Gammelfisch. Dann passt das alles. Nee, nee, ich habe kein Geld, also geh weg. So. Hallo Oma. Na, wie geht's? Ganz gut, wie es aussieht. Hier, ich hab deine Schere, Junge. Nö. Mit Rechtsklick, natürlich. Und? Ist meine schöne Schere wieder scharf? Ja, aber nicht durch dich. Scharf wie eine Rasierklinge, stumpf wie eh und je. Naja, vielleicht so scharf wie ein Brotmesser. Man könnte bis nach Bagdad drauf reiten. Was? Man könnte bis nach Bagdad darauf reiten. Ein Jammer. Was? Und? Ist meine schöne Schere wieder scharf? Scharf wie eine Rasierklinge. Wundervoll. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gebe ich dir meine schönste Nadel. Schön ist sie zwar, aber vielleicht liegt auch ein Fluch auf ihr. Ein Fluch? Wieso ein Fluch? Ein Flusspirat hat sie mir als Bezahlung für eine neue Piratenflagge gegeben. Kurz darauf ist ein Schiff im Hafen gekentert. Und dann gab es auch noch ein großes Gefecht mit der Hafenwache. Bei dem war auch noch ein Krokodil beteiligt. Und die Wächter haben ein lebenslanges Trauma erhalten. Wie du siehst, ich würde der Nadel nicht ganz trauen. Zudem bewegt sie sich manchmal wie von Geisterhand. Aber schön ist sie. Deshalb will ich sie dir schenken, holde Maid. Danke. Eine möglicherweise verfluchte Nadel wollte ich schon immer haben. Viel Spaß damit, meine Teuerste. Dass er sich nicht wundert wegen dem... wegen der Stimme. Kombiniere möglicherweise verfluchte Nadel. Ach je. Naomi. Hallo, junger Mann. Kenn ich Sie? Soll ich das mal machen? Ich bin dein lang verschollener Erbe. Guy Albrusher? Aber der ist doch zur See gefahren und nie wiedergekommen. Und keiner in meiner Familie würde mit einem Flaschenöffner um den Hals herumlaufen. Ja, okay, mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Hier unten konnten wir ja nicht lang, ne? Wozu brauche ich denn jetzt die Nadel? Das ist mir jetzt ein kleines Rätsel. Also ich habe jetzt einen Pinsel ohne Borsten, Kleiderhaken, eine Melone, eine Apfelsine, einen Fisch und eine verfluchte Nadel. Also nur schöne Sachen. Moment. Da ist doch immer noch ein Laden hier, oder? Ist da keiner? Doch, da ist doch was. Ein grüner Vogel. Ein grüner Vogel. Ja, gibt's hier nicht, kann man hier nicht reingehen oder so? Was betrachtet das? Es ist leer. Der Text darauf sagt, Spezialabführmittel wirkt fast so gut wie toter Fisch. Toter Fisch? Unserer? Abführmittel? Ach, das könnten wir der Wache geben. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Ein grüner Vogel. Ach so, das ist das Schild.
Das ist merkwürdig. Gut, eine Sache möchte ich noch mal probieren. Dann ist unsere Zeit nämlich auch eigentlich schon abgelaufen wieder für diese Folge. Geht da hoch? Genau, geh direkt zum Nilufer. Haben wir das jetzt um die Ecke gesehen? Das ist natürlich um zwei Ecken sogar fast. Sehr schön. Vielleicht können wir ihnen ja eine verfluchte Haarnadel geben. Und? Hast du ein leckeres Sandwich dabei? Die Küche hat viel zu tun. Würden sich die Herren bitte noch etwas gedulden? Aber nicht mehr lang. Uns hängt der Magen in den Kniekehlen. Da ist ja auch schon über eine Woche her, kann ich gut verstehen. Fast boah, zwei Wochen sogar schon. Weiß gar nicht mehr, wann ich die zweite Folge aufgenommen habe. Auch doch, bestimmt vor einer Woche. Wirklich ratlos? Ich glaube, also wirklich, wir brauchen noch ein Brot und dann Brot und hier das Obst und das hier. Jetzt haben wir nur das eine Obstding schon weggeschmissen. Das ist natürlich... Und dann den Fisch und dann haben wir ein Sandwich für die beiden. Dann vielleicht noch das Abführmittel. Obwohl, ne, der Fisch wirkt ja wie toter Fisch, ne, wirkt ja wie das Abführmittel. Ne, andersrum, das Abführmittel wirkt wie toter Fisch. Das heißt, die rennen dann irgendwo hin. Aber was bringt uns das, wenn die plötzlich abhauen? Darauf bin ich noch nicht so ganz gekommen. Oder ich gebe das Zeug ihr. Ich weiß noch nicht. Hier hinten wollte ich noch mal was gucken. Er ist immer zum Feld gelaufen und wurde zurückgebracht. Dann haben sie ihm die Ketten wieder angezogen. Jetzt ist der Typ hier auf einmal hier oben. Elfmeter, das ist komisch, oder? Welcher Elfmeter? Guten Tag, der Herr. Interesse an Luxusgütern? Objekten mit Stil? Nach ihrem Aussehen zu urteilen, eher nein. Aha. Ich schon mal was gehört von der Kunde ist König. Dieser Kram hier interessiert mich nicht. Ich suche das Besondere. Ich habe mich wohl im Laden geirrt. Bis später. Dieser Kram hier interessiert mich nicht. Ich suche das Besondere. Das Besondere? Sie sollten meine Filiale im unteren Bazar besuchen. Naja, der von Mustafa, von den Kairo-Pharaos. Also hat er zwei Teile hier. Der Elfmeter war unberechtigt. Hier wollte ich nochmal lang. Nein, war er nicht. Schweig, Sklave. Nein. Was machst du da? Geh hier hin. Warum war er nicht unberechtigt? Jetzt hier, los. Also wenn man Bakis Beschreibung glaubt, dann hat Moses ihn zu Fall gebracht. Aber hier vor der arabischen Botschaft einen Sklaven zu verkaufen, ist auch komisch, oder? Wirklich? Der gibt andauernd Interviews nach jedem verdammten Spiel. Aha. Hier waren wir vorhin, also noch nicht. Trauben. Nimm Trauben. Das sind Nimm Trauben. Nicht gib Trauben, sondern Nimm Trauben. Okay. Ach, hier unten, hier ist da die Banane. Ach, hier hätten wir hochgehen können. Na, sehr intelligent. Gut, aber das hier schauen wir uns dann das nächste Mal an, würde ich sagen. Also, bis dahin. Tschüss.